Streckenabendler. Wir sind auf der Neuheitenschau in Essen auf der Spiel 2023. Der Mann neben mir ist weltberühmt und weltbekannt als Illustrator, der Michael Menzel. Hallo Michael. Hallo. Und sogar dieses Jahr doppelt vertreten, nämlich auch das Logo von der Spiel ist von dir. Das also Maskottchen. Das Maskottchen, genau. Wie kamst du denn dazu? Also das war ganz toll. Die Carol hat mich gefragt, ob ich Zeit und Lust habe, das zu illustrieren. Und ja, das ist natürlich ein Traum. Also mein erstes Spiel liegt genau 20 Jahre zurück. Und also, dass ich hier mal das Maskottchen illustrieren dürfte, das hätte ich nicht erwartet. Und ja, und dann habe ich einfach ein paar Entwürfe gemacht. Da gefiel dann das Kätzchen am besten. Gab auch noch andere Tiere. Und ja, und dann habe ich es in bunt gemalt und jetzt in verschiedenen Posen. Und ja, das ist eine Riesenehre. Hast du denn selbst eine Katze zu Hause? Ein Hund. Und du hast dieses Jahr zum Glück aller Fans Wortbruch begangen. Ich glaube, du hast damals mit Andor gesagt, nie wieder machst du ein Spiel, nur die Illus. Das hast du schon mit Robin Hood gebrochen. Und jetzt brichst du es aber nochmal mit einem kleineren Spiel. Wirst du jetzt doch öfter mal ein Spiel veröffentlichen, Michael? Das ist mein letztes Spiel. Nein, also schon mit Robin Hood war für mich klar, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich da mehr machen möchte. Und ja, und so ist jetzt Drachenhüter dazugekommen, also das dritte eigene Spiel sozusagen. Und hier ist jetzt, wie gesagt, alle gegeneinander und es ist ein Kartenspiel, eher für Familien wahrscheinlich. Ganz genau, es ist für Familien, aber es hat halt so einen taktischen Kniff. Also es ist tatsächlich so, du kannst es gut aus dem Bauch raus spielen, wenn es da durchblickt, dann wird es schwierig. Also man darf es gar nicht unterschätzen. Wenn du magst, würde ich dir einmal kurz den Kern einmal zeigen. Ganz einfach. Okay. Ja, ich bitte darum. Also wir haben hier ein schön illustriertes Buch. Genau, ganz genau. Und es ist halt einfach so, dass man sich Karten wegnimmt und dadurch ändert sich das magische Buch immer wieder, bis man irgendwie drei auf der Hand hat. So, und am Ende kann ich halt schauen, ob ich das erfüllen kann. Fünf rote Drachen. Genau, fünf rote Drachen auslegen. Wenn du jetzt meine Hand anschaust, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Der Clou bei dem Spiel ist, dass ich meine Handkarten auch wieder da drauflegen kann und sagen kann, ich mache zwei blaue Drachen, weil die habe ich. Ah. Okay. So, das heißt, im Laufe des Spiels achtest du bei den Karten nicht nur darauf, der ist blau, sondern du achtest auch, was auf der Rückseite ist, denn das ist hier immer abgebildet. Okay. Und der andere spannende Clou bei der Geschichte ist, man kriegt immer eine Belohnung, also in dem Fall das niedrigste Amulettstück, das gerade ausliegt, was momentan nur eine 1 ist, was doof ist. Bei dem hier hätte ich das höchste aktuelle Ausliegende bekommen. Der Clou ist, dass sich das alles im Spiel ändert. Das heißt, irgendwann sind die weg und dann wird es viel spannender. Und am besten lässt sich das am Beispiel von der 3 zeigen. Da ist es so, ich würde zweimal das niedrigste Amulettteil bekommen, was am Anfang natürlich 2 Punkte sind und jeder Vierspieler würde sagen, für 3 Karten, das ist doof. Genau. Da warten wir lieber. Genau, da warten wir lieber. Aber im Laufe des Spiels gehen die halt alle weg und plötzlich sind das 16 Punkte. Und gleichzeitig ist es so, dass die auch irgendwann weggehen. Und plötzlich ist das nur noch 12 Punkte wert, obwohl ich 2 Karten mehr dafür ausgeben muss. Das heißt, es ist sehr taktisch, wann mache ich was. Und am Ende meines Zuges wird immer geguckt, ob die Mitspieler das auch können. Das heißt, ich habe eigentlich keine Downtime, weil alles, was der Mitspieler macht, ist für mich interessant. Und so ist es sehr, ja, das ist doof, wenn der Autor dasselbe sagt, aber es ist sehr elegant einfach. Ne? Du hast wenig Ballast, aber du musst ständig gucken, kann ich mitmachen, warte ich lieber noch, sammle ich noch ein bisschen und es gibt keine Strategie, sag ich mal, ich gehe immer auf die Hohen. Weil auch die Auslage hier ändert sich von Spiel zu Spiel, sodass du also nie immer das Gleiche machen kannst und sehr auf den Rhythmus deiner Gruppe achten musst. Und das macht es halt dann auch für viele Partien interessant. Und wie alle Spiele von dir ist natürlich sehr viel Herzblut in die Illustration geflossen. Ich sehe das hier schon aus dem Augenwinkel. Jeder Drache ist einmalig gezeichnet. Das ist nicht immer dieselbe Zeichnung. Genau. Wobei es sind nicht 123 verschiedene, sondern jeder Rückseite sozusagen hat ihren Drachen. Also auf jeder 2 wird dieser Drache drauf sein. Und so sind es halt um die 40, 50 Drachen. Was trotzdem ein zeitlicher Aufwand ist, wo du sicherlich einige Monate gebraucht hast. Ganz genau. Aber ich sag mal, der Illustrator war recht günstig und der war beim Deal dabei. Der macht das einfach so. Ja. Super. Dann danke dir vielmals für die Kurzvorstellung und für das Interview hier auf der Spiel. Ich danke euch, dass ich drüber sprechen durfte. Und hoffen, wir sehen dich schon demnächst irgendwann mal wieder. Bestimmt. Danke euch. Ciao. Tschüss.